Tag, Wache! In 10 Minuten Morgensport! Es war an einem Samstag, den 25. Tag im 7. Monat des Jahres, an dem Genesis in Wien ein Konzert gaben, in dem einige hier anwesenden Kinder ihren 10. Geburtstag feierten und in dem es 29 Jungscherkinder kaum erwarten konnten, gemeinsam mit fünf Leitern auf das einwöchige Lager mit dem Zug nach Reibersdorf bei Grafendorf, das wiederum nicht weit von Hartberg entfernt liegt, zu fahren. Doch halt, nicht so eilig. Denn am Tag davor musste noch die Pritsche mit den Zelten, den Schlafsäcken, den unverderblichen Lebensmitteln, dem Lagergeschirr, dem Lagerwerkzeug und noch anderen Kleinigkeiten beladen werden. Doch das ist nicht die einzige Aufgabe, die die Lagerleiter zu erledigen hatte,
Sie mussten auch kontrollieren, ob keine gewissenlosen Jungscher Lagerbanditen die Gutgläubigkeit mancher Lagerleiter ausnutzte und zusätzlich zu ihrem Schlafsack, der Unterlagsmatte und den schweren Gummistiefeln auch andere nicht sperrige Güter zwecks Erleichterung ihres Gepäcks mit der Pritsche mitzuschmuggeln versuchten. Ihr wisst nicht, was ich meine? Bitte, hier kommt ein Beispiel. Schau, pass auf, das gehört nicht in diese Tasche, ja? Jeans. Stirnband. Besteck. Das ist sperrig. Wenn du ein Porzellanteller mitnimmst, ist das Decker für nicht unsere, ja? Das ist ja blöd. Ja? Entschuldigung, hast recht. Okay, na, dann ist er nicht so schwer. Die Feldflasche. Aber selbst solche Szenen wie die eben gezeigte konnten niemandem die Vorfreude auf die kommende Woche nehmen. Das ist nur so klein. Nachdem alle Vorbereitungen abgeschlossen waren, konnte es losgehen. 2 Stunden dauerte die Zugfahrt bis Grafendorf Bahnhof. Der im Zug noch herrschende Übermut fand ein jähes Ende, als es galt, den ungefähr 45 Minuten langen Fußmarsch zu unserer Ortschaft anzutreten. Nach einer kleinen Erfrischung bei unseren Bauern war es endlich soweit. Wir stiegen den nicht unbedingt gerade flachen Weg zu unserem Lagerplatz hinab. Nun musste erst einmal unser Lagerplatz bewohnbar gemacht werden. Zunächst einmal werden alle Zelte aufgebaut. Wenn alle Zelte stehen und nur noch wenige Verbesserungsarbeiten notwendig sind, hilft ein Teil, die Infrastruktur des Lagers zu verbessern, indem eine Feuerstelle fürs Lagerfeuer gegraben wird. Oder Holz für die Küche und fürs Lagerfeuer gesammelt wird. Sowohl eine sehr wichtige als auch sehr schwierige Aufgabe ist es, den Lagerbach für eine Waschgelegenheit aufzustauen. Über die Wichtigkeit eines Spritzers brauche ich wohl kein Wort verlieren. Ein zahlenmäßig nicht ganz zu unterschätzender Teil vertreibt sich die Zeit mit anderen Beschäftigungen. Wenn man sich wieder beruhigt hat, hilft man weiter beim Lageraufbau. Das ist maximale Größe? Ja. Da man ja keine ganzen Stämme und Äste verbrennen kann, muss das gesammelte Holz natürlich geschnitten werden. Damit wir nach unseren anstrengenden Tagen auch ein gutes Essen genießen können, ist die Lagerküche nicht gerade ein unwesentlicher Bestandteil des Lagerlebens. Na gut, ist nur schlecht. Nachdem alle wichtigen Arbeiten erledigt sind, wird der Lagerfahnenmast aufgestellt, um den herum dann auch die Wimpel aller anwesenden Jungschergruppen gesteckt werden.
reichen die Steine. Alle Seiten rund um den Baum. Wir brauchen noch mehr Steine. Holt ihr noch Steine, bitte? Noch Steine, glaube ich. Wo sind die großen Steine? Nachdem auch dieses Problem gelöst, sprich der Fahnenmast befestigt ist, kann man sagen, dass der Lagerplatz fertig ist. Deshalb sei es den bisher hart arbeitenden Kindern gegönnt, sich auszuruhen oder zu spielen. Während die einen das Abendessen zubereiten und die anderen die Töpfe waschen, sind wenige Unermüdliche dabei, ihre letzten überschüssigen Kräfte loszuwerden. Auch wenn dies nur gestellte Szenen sind. Gleich gibt es das Abendessen. Einige organisatorische Erklärungen und das abendliche Schlusslied beim Lagerfeuer beenden den ersten Tag. Am Sonntag gehen wir anschließend an die heilige Messe, welche wir in der Grafendorfer Kirche feiern, ins Freibad. Dass man auch ohne Sprungturm und Startblöcken Spaß haben kann, beweisen folgende Aufnahmen. Everybody's in town, and I'm a
Wenn wir wieder ins Lager zurückkommen, dauert es erfahrungsgemäß etwas, bis das Essen fertig ist. In der Zeit beschäftigen sich die Kinder selbst. Sie basteln auch verschiedene Dinge, so wie dieses Selbstporträt der Zeltgemeinschaft, die dieses Bildnis geschnitzt hat. Und die Besitzer. Nach einer relativ ruhigen Nacht weckt Helmut alle Langschläfer auf. Darf ich Tagwache ausschreien? Natürlich. Na, sehr nett. Dürfen wir schon wecken oder ist es immer zu früh? Eigentlich dürfen wir wecken. Was? Ich bin ein, wir dürfen wecken. Szenen wie diese kommen jeden Morgen in der Lagerwoche vor. Tagwache! In 10 Minuten Morgensport! Aber nicht alles sein. Oh, wie? Stehen ja 10 beim Zwischenzeit. Und 2, 3, 4. Die drücken sich, die drücken sich. Muss gerade den Film entwerten. Was ist da los? Warte. Genau, das war irgendein Niesbock. Ein Niesbock. Das war Nachdem es der Lagerleitung nach anfänglich vergebenem Bemühen doch noch gelungen ist, alle Kinder aus ihren Zelten zu holen, kann der erste Programmpunkt jedes Lagertages beginnen: der Morgensport. Es wird immer gesagt, dass der Morgensport gehasst wird. Die folgenden Bilder beweisen aber eher das Gegenteil. Nur das Vorzeigen einzelner Übungen gestaltet sich bisweilen etwas schwierig. Mittlerweile wurde das Frühstück fertiggestellt, dass die Burschen nach dem obligaten Morgengebet hinunterschlingen werden. Bitte? Wir wollen Müsli. Okay. Wirklich nicht? Nein, weniger. Ja. Die Säcke. Du auch?
Nach dem Frühstück ist die Zeltkontrolle angesagt. Hier ein Musterzelt. Da es mit einem Mal Holz holen nicht getan ist, muss auch zwischendurch gesammelt und gesägt werden. Am Montag ist Lerntag. Gelegenheit, sich das Wissen für den Postenlauf anzueignen. Es wird Morsen, Knoten, Geheimschrift und Erste Hilfe gelehrt. Oben drüber oder unten durch. Du bist einfach diese Gaulen, du musst dann konsequent weiterarbeiten. Oben drüber und jetzt der Schlaufe lassen, weil du musst doch die Schnur durch. Jetzt unten durch und durch die Schlaufe durchziehen. Ja. Durch welche Schlaufe? Da? Du musst jetzt lassen. Genau. Jeder Buchstabe des Schlüsselwortes nur maximal einmal darin vorkommen. Das heißt, hier zum Beispiel bei Markus funktioniert das, währenddessen zum Beispiel der Name Georg geht nicht mehr, weil da haben wir zwei G oder Banane, da haben wir zwei A und zwei N drin. Es ist natürlich vorhersehbar, dass an einem solchen Tag die Kinder nicht mehr lernen, sondern sich auch austoben. Auch bleibt die Zeit zum Testen, wie weit ein jüngster Kind die Lagerleiter ärgern darf, ohne von denselben in den Lagerbach getaucht zu werden. So zu deppert! Ja, nee! So, und jetzt? Hey, ich pack Verstärkung ran, ne? Ja! Nee! 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 Dass natürlich einige Burschen bewusst diese Grenze überschreiten, ist verständlich. Michi ist der Erste und viele folgen ihm. Ja, richtig, ja. Du musst ja.
Doch schon bald beruhigt man sich und kehrt zu normalen Spielen zurück. Am Dienstag ist Wandertag. Zu diesem Zeitpunkt ahnen wir noch nicht, dass uns dieser Tag lang in Erinnerung bleiben soll. Unser Ziel ist es, den Masenberg zu erklimmen. Um Näheres über den bestimmt denkwürdigsten Tag des Lagers zu erfahren, bitte ich den Zuseher, den zugehörigen Bericht in unserer Lagerzeitung zu lesen. Nach einem so anstrengenden Tag ist die Feldmesse gefeiert mit dem ortseigenen Priester und bestimmt allen Dorfbewohnern ein sicherlich einzigartiges Ereignis. Wir dürfen Gott bitten, dass er uns die Sünden vergibt, weil wir alle Sünden und Fehler haben. Anschließend daran findet ein gemeinsamer Liederabend mit unseren einheimischen Gästen, die uns vorzüglich bewirten, statt. Samba schwarz, samba weiß, ja, was liegt denn da dran? Liegt denn da dran? Liegt denn da dran? Solange sie ja Hammer Schmidt abwaschen kann, abwaschen kann, kann. Ja, Hammer Schmidt, Hammer Schmidt, hammert's nur zu, hammert's nur zu, hammert's nur zu. Oh, Hammer gut, Hammer drum, geh mal a Ruhe, geh mal a Ruhe. Nach einem so anstrengenden Abend darf die Körperpflege am nächsten Morgen nicht zu kurz kommen. Bitte, jetzt, bitte. Mittwochvormittag ist das Stadtgeländespiel. Die Burschen werden in Gruppen eingeteilt, die zu verschiedenen Stationen, zum Beispiel Firmen oder zur Pfarre oder zum Rathaus gehen und Erkundigungen einziehen. Der Nachmittag gilt der Körperhygiene. Wir gehen zum zweiten und unwiderruflich letzten Mal ins Schwimmbad. Viele nutzen die Gelegenheit, für den Postenlauf zu lernen. Ruck der Stickel weiter! Ruck der Stickel weiter! Hütte, Hütte!
festhalten, festhalten. Donnerstagvormittag ist die letzte Gelegenheit, sich für den Postenlauf am Nachmittag vorzubereiten. Aber auch die Lagerleiter üben, wenn auch nicht für den Postenlauf. Nenne mir drei Nummern zwischen 1 und 10. Oder von 1 bis 10. Hier anhand der ersten Hilfestation ein Beispiel vom heurigen Postenlauf. Ja. Und 2. Gut. Sag mir einen, du hast ja die Seite da mit den Tipps. Nenne mir ein paar Tipps. Das heißt, nimm dir eines heraus. Zum Beispiel Tierbisse, also wenn man von einem wilden Tier gebissen wird, ja, sollte man so die Wunde mit heißem Wasser und Seife abwaschen, dann desinfizieren und einen keimfreien Verband anlegen. Und dann sollte man sofort den Arzt aufsuchen, wegen der auch Tollwutimpfung, und man sollte auch den Besitzer des Tieres ausfindig machen. Der Freitag ist der Olympiade gewidmet. Heuer haben wir 8 Stationen. Standweitsprung, Zielwerfen, Geländelauf, Wettsägen, Steinstoßen, Stöckellauf und Rucksackpacken. Die 8. Disziplin, das Weittauchen, wurde am Mittwoch im Schwimmbad durchgeführt. Das ist zwar nicht direkt ein olympischer Wettkampf, aber irgendwie gehört es trotzdem dazu. Sie kämpfen, Zweikampf, wer ist stärker, Dinobel Markus oder Vollenhofer René? Es geht um, wer im Bach ist. Ah, ja. Mama.
rum. Da kommt das, da, das Dünne kommt drüber, das Dünne kommt drüber. Passt schon. Jetzt ist ja wieder zu hoch, oder? Damit unser Abschlussabendlagerfeuer recht groß wird, fängt Helmut schon rechtzeitig an, die Holzscheiter richtig aufzubauen. Ate Katerova, Ate Katerova, eh Mr. T, Mr. Toller, Mr. T. Er will natürlich Robben fangen, daher muss er schauen, wo sie sind. Hexakola, Mr. Wote. Hexakola, Missa Bote. Und dort ist eine. Ate Katenova, Ate Katenova. Te, Missa Te, Missa Tola, Missa Te. Damit er sie fangen kann, braucht er die Harpune und da muss er die Leine aufwickeln. Ate Katenova, Ate Katenova. Te, Missa Te, Missa Tola, Missa Te. Alter, da ist ein Knopf drin, den müssen wir aufmachen. Hexakola, Missa Bote. Hexakola, Missa Wute. Jetzt weiterwickeln. Ate Katenova, Ate Katenova. E Missa T, Missa Tola, Missa T. So, jetzt ist er anstrengend müde. Ja. Und darf was trinken. Hexakola, Missa Wute. Hexakola, Missa Wute. Der Samstag ist der letzte Tag des Bubenjungscherlagers. Zum letzten Mal wird die Milch geholt. Fürs letzte Frühstück. Danach wird begonnen, die Zelte abzubauen und den Lagerplatz zusammenzuräumen. Nachdem das letzte Gruppenfoto gemacht und der Fahnenmast gefallen ist, ist es soweit. Der Nachhauseweg beginnt.
Sie sahen den Film Lagerkoller? Doch halt, nicht so eilig, denn zuvor sehen Sie noch einige Ausschnitte vom Mädchenlager. Thank you.
Smashbox. And you bet it says my rhymes do rock. Dance and move to the sound of my voice. On the request line, the people's choice. Once they hear my rhymes, there's no delay. Man, she's dope, that's what they will all say. No debating, fighting, or fussing. All my rhymes and lines are chop busting. Also der Lance sagt,